Paar 02 sitzt schon auf unserem glamourösen Zitterbalken. Große Sprünge hat er in seinem Leben ja schon etliche gemacht. 29 Jahre nach seinem letzten Sprung von der Skischanze setzt er jetzt zu einem Sprung ins kalte Wasser bzw. aufs heiße Tanzparkett an. Wir sind gespannt auf die Haltungsnoten. Paar 02 sind Skisprunglegende Hubert Neuper und Katharin Menzinger. ...1960 in Österreich. Im Radio lief gerade... Etzi Pizzi Dini Vini Honolulu Strand Bikini... ...als Hubert Neuper im Bad Aussee zur Welt, Achtung, Wortspiel, sprang. Ich bin nämlich am 29.09. um genau 24 Uhr geboren. Erinnerungsvermögen ist relativ gering in dieser Zeit. In Bad Mitterndorf aufgewachsen, verbrachte Hubert Neuper seine Kindheit zum Großteil im Internat, was keine leichte Zeit für ihn war. Es war eine brutale Zeit, aber immer rückwirkend betrachtet ist es ja so, dass es gibt keine schlechten Dinge, weil sie mich einfach Dinge dann erleben haben lassen, diese Situation, die ich sonst wahrscheinlich nie erlebt hätte. 1977 wurde Hubert Neuper ins Skisprung-Nationalteam aufgenommen, um 2 Jahre später die Vierschanzentournee als erster Gesamtweltcupsieger der Geschichte zu gewinnen. Ich war auf Titelseiten von Zeitungen, habe 2000 Briefe am Tag gekriegt. Und alle haben gesagt, du bist der Beste. Und das war für mich irgendwie immer sehr, sehr wichtig, der Beste zu sein. Und es war eine fantastische Zeit. Richtig. Sehr emotionell aufgeladene Zeit. Am 6.1.1985 bestritt Hubert Neuper sein letztes Weltcup-Skispringen. Ich kann mich erinnern, war damals sehr frustriert. Aber es ist ja so, man muss halt irgendwann einen Schlussstrich ziehen und das respektieren, dass andere Interessen im Vordergrund stehen, und ich habe mich halt dann weitergebildet und geschaut, dass ich im normalen Leben wieder Fuß fasse. So wurde er auch Geschäftsführer der österreichischen Sporthilfe und rief in dieser Funktion die World Sports Awards of the Century ins Leben. Privat ist er seit 1984 verheiratet und hat 2 Töchter. Jetzt bei Dancing Stars steht ihm die als äußerst streng geltende Katrin Menzinger zur Seite. Na, so streng bin ich gar nicht. Das ist mein Image seit dem ersten Mal, dass ich dabei bin. Aber in Wirklichkeit bin ich nicht so streng, oder? Nein, du bist sehr zielstrebig und sehr professionell. Das muss man unterscheiden. Finde ich auch. Das ist die Beste eigentlich. Wow. Hey, jetzt haben wir es erlebt. Das war richtig. 25 Jahre lang hat Hubert Neuper laut eigenen Angaben keinen Sport mehr gemacht. Jetzt mal vom Sport, Golf abgesehen. Aber er hat aus seiner sportlichen Zeit auf jeden Fall viel mitnehmen können, immer noch ins Tanztraining, nämlich Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz und eben die Skimütze. 1, 2. 1, 2, bin ich schon weit gekommen? Vor, nein, falsche Hose. Wieder links. Fuß. Ja. Fuck! Und den... Scheiß Schulter. Das gibt's ja nicht. Macht mich narrisch. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mich über das Tanzen so ärgern kann, weil ich der Meinung war, dass ich tanzen kann. Aufgrund meiner Erfahrung. Das ist live. Scheiß auf die Haltung jetzt. Nein, wir trainieren ja gerade die Haltung. Ach so, wir trainieren die Haltung, nicht die Schritte. Die Schritte haben wir schon. Bei mir spielt's Granate im Hirnkastel. Da habe ich gedacht so und habe vergessen, den Schritt beizutun. Die Challenge ist, all diese vielen Informationen in einen Guss zu bringen, in eine Einheit, dass du das spürst. Nein, falscher Schritt, falscher Fuß. Dann glaubst du, kannst die Schritte. Dann kommt die Haltung dazu, sind die Schritte weg. Das ist jetzt keine Haltung, das ist jetzt eine Vogelscheuche. Dann tust du das trainieren, Haltung und Schritte, dann glaubst du, kannst Haltung und Schritte. Dann kommt sie dazu, dann muss sie halten. Kopf nach links. Wo ist links da? Es ist schon schwierig. Ellbogen, Schulter, Kopf, Kreuz, Schritte. Das geht nicht. Ich versuche ihm das dann natürlich in Bildern näher zu bringen. Er ist leidenschaftlicher Golfer. Oder zum Beispiel den Telemark vom Skispringen. Telemark mit Golfschwung. Seine ganze Lebenserfahrung kommt in unseren langsamen Alter. Alles in einen Tanz verpackt. Das Golfspielen hilft dem Tanzen, das ist mir neu. Sehr gut. Was bei denn jetzt aussieht, liege ich da. K02 tanzt einen langsamen Walzer. Hier sind Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Hey!
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. Don't give up, 'cause you have a friend. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we got to walk out of here. I can't take anymore. Gone to stay. Du warst gut, hey. Hubert Neupel und Katrin Wenzinger. Das ist spannend, euch jetzt zum ersten Mal nach den Tänzen mit Publikum in der Live-Situation zu sehen, weil auch dir fällt gerade ein Stein vom Herzen, habe ich das richtig interpretiert. Ja, ich kann's laut sagen, Miriam. Don't give up, das passt jetzt zum Sportler ganz gut. Ja. Wir haben die beim Training gesehen, mit der Kappen auf dem Kopf. Jetzt ist es nicht unbedingt kalt in unseren Trainingsräumen. Was hat es damit auf sich? Ist es ein neues Fashion-Accessoire? Nein, ich habe gehört, das ist eine Jugendsendung, wo viele junge Leute warten nicht und das ist besser, wenn wir haben. Auf ja, aber das macht sich immer gut. Die Wahrheit ist, dass mir aber die Haare da reinhängen. Und die Nina, meine Tochter, hat gesagt, wehe, du setzt ein Stirnband auf. Jetzt habe ich die Haube abgesetzt. Ja, weil ich wollte sagen, andere, die sollten eine Haube aufsetzen und tun es nicht. Und du hast gar nichts zu verstecken. Mich hat ein Satz bei deinem Training ein bisschen erschüttert. Nämlich, du hast gesagt, du hast geglaubt, du kannst tanzen. Was hat dich dann dabei so erschüttert und was hat dir gezeigt, dass du es nicht kannst? Die Katrin, was war das Schwierigste? Nein, es war so, dass wir ja früher fortgegangen sind. Nicht? Und wir haben uns eigentlich auf Tanzgriffe konzentriert. Von Hals halten und... Also ein Schleicher halt. Und die Schritte waren jetzt nicht so bedeutungsvoll. Aber das Brutale ist, dass man eben Schritte lernen muss. Und wenn du schon in einem höheren Alter bist, merkst du das nicht. Und das sind nicht nur die Schritte, es kommt dann die Musik. Ich kann mich erinnern, ich habe 10 Tage lang die Musiken gehört, obwohl sie aber neben gelaufen ist. Also es ist schon eine richtige Challenge. Es ist auf jeden Fall viel. Es ist eine Challenge. Ich als Laie behaupte mal, beim Skispringen, sind jetzt nicht so viele Richtungswechsel drin und Bewegungsabläufe sind auch absehbar. Hast du trotzdem was mitnehmen können aus der Skisportzeit? Ja, natürlich. Beim Skispringen ist es so, du musst es ähnlich wie beim Tanzen machen. Du musst zuerst einmal diese Technik lernen, in viele Einzelheiten zerlegen. Und wenn es dann wirklich um was geht, solltest du an nichts mehr denken. Du solltest einfach geschehen lassen. Und das ist total similar zum Tanzen. Du musst es einfach spüren. Und da brauchst du aber Training. Und das war wirklich zu wenig. Obwohl du wirklich gut warst. Danke. Naja, wir haben ja noch einige Wochen vor uns. Also die nächste Woche geht auf jeden Fall auch noch. Und dann schauen wir. Ja, schauen wir. Du hast mit Bolasz Ecker einiges gemeinsam. Die größten sportlichen Erfolge liegen Jahre zurück. Bolasz, wie hat es dir gefallen? So nett, dass du mich ansprichst. 1999 war das, oder? Mambo, Welt- und Europameister. Ja, lange her. So. Aber weißt du ja, Weltmeister bleibt der Weltmeister. Immer, ja. Es ist leider so. Das nimmt der Connell. Ja, zurück zum Tanzen. Was ich zugeben muss, dass wenn man die zwei Leistungen, die wir heute gesehen haben, Cha-Cha-Cha und Langsamwalzer vergleiche, in diesem Tanz habe ich viel mehr Technik und viel mehr Arbeit gesehen als zum Beispiel beim Cha-Cha-Cha davor.
Deswegen finde ich das auch positiv. Das heißt aber nicht... Ja, war schön. Danke. Dass es keinen Weg für Entwicklung da gäbe. Es gibt immer, aber ich glaube, einem Sportler muss ich es nicht erklären. Dankeschön. Also, danke. Skispringer können sich auf jeden Fall entwickeln. Du hast es angesprochen, Andi Goldberger. Hallo, zweiter Platz auf jeden Fall. Ja? Hannes, wie hat es dir gefallen? Für Sie ist eine Jurywertung nichts Neues. Nein, richtig. Sie haben es schon etliche Mal erlebt. Das heißt, geben Sie nicht allzu viel jetzt auf unsere Wertung. Das machen wir sowieso nicht. Nein, das ist so schlimm. Übrigens, wissen Sie, dass Sie einen Telemark getanzt haben? Einen offenen Telemark? Ja, das weiß ich. Ja, das hat sie mir dauernd gesagt. Das war eigentlich die Chance, dass ich überhaupt gelernt habe. Er glaubte aber, dass der Kontracheck der Telemark ist. Nein, ich habe genau geschaut. Welche Bewegung? Telemark, mein Lieber. Katrin hat so keine schöne Fersen drin gemacht. Nein, ist ganz verzückt. Er hat sie geführt. Wunderbar. Nein, es ist, wie wir schon gehört haben, der Weg nach oben ist sicher weit. Aber ich glaube, Sie sind am richtigen Weg. Dankeschön. Danke. Gute Premiere. Danke. Danke euch. Das war gut, oder? Kein Paar muss heute Abend gehen, aber wir zählen die Stimmen von zu Hause, die Anrufe und SMS natürlich ab jetzt schon für die erste Entscheidungsshow. Hubert und Katrin warten auch. 090 10 59 09 02. Das ist Alkohol. Das ist jetzt wurscht. Das ist jetzt wurscht. Jetzt ist schon Erleichterung, oder? Jetzt war er aber ein bisschen nervös vorher. Aber richtig. War richtig nervös, gell? Richtig nervös, ja. Und jetzt aber wirklich fast ein Kompliment auch schon. Also schon ein bisschen ein Kompliment von Balasch. Ja, ja, aber ich der Balasch weiß ja, um was es geht, nicht? Dass man die Techniken lernen muss und dann das, die Kunst ist. Du brauchst das nicht wiederholen. Du. Weißt du, ob ich das schon gehört habe? Hubert, oder wie dich deine Freundin nennen, wir kennen uns ja auch schon Jahrzehnte. Hupo, ja. Nennen sie dich? Hupo, du hast jetzt die Theorie aufgestellt, Tanzen ist leichter ohne Musik. Ja. Naja, das ist aber, das ist so wie Skispringen, leichter ist ohne Chancen. Richtig, ja. Wobei, du hast vollkommen recht. Sicher, du kennst die richtig aus. Ja, nein, aber mir ist es auch so gegangen. Nach dem Trockentraining kommt die Musik, sagst du, du hörst sie nicht, wie, gell? Na, wie passt das zusammen? Dafür hast du, hat aber großartig ignoriert, die Musik. Das war toll. Wie waren die Reaktionen deiner Familie, als du gesagt hast, ich mache jetzt Dancing Stars? Naja, die Nina ist meine Tochter, die hat mal anfangs gesagt, ja, hast du einen Vogel? Gut, aber wenn es ums Tanzen geht, meine ich. Ja, genau, weil sie eben gewusst hat, dass ich möglicherweise nicht reüssiere auf der Tanzfläche. Und dann habe ich ihr das erklärt, dass es eben im Leben immer darum geht, was man selber spürt, die Intuitionen. Das war ein langer Konflikt zwischen uns zwei. Und ich habe ihr dann gesagt, ach ja, jetzt können 1000 Leute sagen, es ist falsch, wenn es für dich intuitiv richtig ist, weil mein Motiv war ja, dass ich richtig tanz und sportlich mich weiterentwickeln und das ist eigentlich voll eingetroffen. Danke, Katrin, du bist die Beste. Aber deine Gattin, die Claudia, war dafür? Die Claudia ist eine sehr reife Frau. Ja. Ich weiß, dass sie mich. Dass du eh nicht umbringen kannst. Ja, genau. Du bist Skispringer, wenn du in der Spur bist, geht nicht. Sehr lange mit mir beieinander. Ja. Ich weiß, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, Gott sei Dank hält sich das nach wie vor aus. Dann mache ich das. Mit, also, mit wie viel sportlichen Ehrgeiz? Weil du hast immer gesagt, du, in der Matz hast du gesagt, ich will bei allem, was ich mache, der Beste sein. Trotzdem willst du jetzt tanzen lernen. Jetzt, mit wie viel sportlichen Ehrgeiz? Gehst du jetzt? Gehst du jetzt in diesem Bewerb? Nein, das ist ein bisschen eine Bürde. Als Spitzensportler hat man diese Gene drinnen, dass man immer der Beste sein will. Ich glaube, mein Motiv ist jetzt, bedauerlicherweise und auch schreckend ist zu sagen, dass ich 25 Jahre keinen Sport gemacht habe. Und ich sehe das jetzt als so große Chance. Und wenn man jetzt diese Energien und den Körper spürt, das ist ein Traum. Und das ist mein Ziel, alles das, was mir die Katrin vorgibt, so gut wie möglich zu machen. Und das, was rauskommt, ist das, was ich kann. Ich möchte jetzt nicht der beste Tänzer werden, weil du hast du recht. Aber wenn man das gar ich habe gar nichts gesagt, nicht? Ich habe nichts gesagt. Wer weiß, wie ist der beste Tänzer? Aber ich möchte mein Bestes geben und das kann ich versprechen. Auch dir, Schatzi, du brauchst zwar ein bisschen das Geduld. Das freut uns, das erwarten wir von dir. Ja, so, Hupo,
Wir gehen jetzt zur Jury, oder wie wir jetzt da heute jetzt in dem Augenblick auch gesagt haben, unser Hupo-Untersuchungsausschuss, bitte schön die Punkte. Bollasch Ecker. 6. Ja. Hallo. Hannes Nettball. 5. Ja. Thomas Schäfer-Ellmeier. 6. Schaust du selber noch einmal an, ist doch gut. Nicole, für uns Hansen. 5. Ja, ein Prost auf 22 Punkte. Ja. Der K-Punkt übersprungen. Der 20er. Setzt euch nieder, bitte sehr. Unser nächster Tanzschüler war...